Du suchst Orte auf Teneriffa, die nicht jeder kennt, wo kein Massentourismus herrscht? Dann ist dieses Video genau richtig für dich. Wir sind Jenny und Christian vom Reiseblog unaufschiebbar.de und kennen mittlerweile auch die verstecktesten Ecken von Teneriffa. Unsere 10 persönlichen Lieblingsorte und Geheimtipps möchten wir in diesem Video mit dir teilen. Wenn du unser Video zu den Top 10 Sehenswürdigkeiten auf Teneriffa schon gesehen hast, kennst du ja bereits die wichtigsten Highlights der Insel. Falls nicht, schaue dort gerne noch herein. Das Video wird oben rechts nun verlinkt. Wie du es aus den anderen Videos vielleicht schon kennst, haben wir auch dieses Mal wieder eine Karte erstellt. Hier sind unsere 10 Geheimtipps eingezeichnet, sodass du ihre Lage schnell finden kannst. In unserem dazu passenden Blogbeitrag kannst du alle 10 Geheimtipps zudem noch einmal in Ruhe nachlesen. Hier findest du auch die Koordinaten zu den einzelnen Orten, die wir dort zu Google Maps verlinken. Die Karte kannst du dort übrigens auch kostenfrei herunterladen. Die 10 Geheimtipps, die wir dir gleich vorstellen, sind übrigens alle lohnenswert. Die Reihenfolge sagt daher nicht unbedingt etwas darüber aus, wie geheim oder sehenswert die Orte sind. Es lohnt sich daher, das Video bis zum Schluss anzuschauen. Starten wir nun mit unserer Nummer 1 der Teneriffa Geheimtipps, Buena Vista del Norte. Wir befinden uns jetzt gerade in Buena Vista del Norte und hier gibt es einen wunderschönen Weg, der direkt an der Küste entlang führt. Man kann hier die Wellen beim Aufprallen auf die Lavafelsen sehen und das ist auf jeden Fall eine unserer Empfehlungen und für uns der Geheimtipp Nummer 1 hier auf Teneriffa. Auch wenn einige Urlauber den Ort Buena Vista del Norte mittlerweile kennen, handelt es sich aus unserer Sicht noch immer um einen Geheimtipp. Besonders gut gefällt uns hier der Küstenwanderweg. Er führt dich von der Altstadt in Buena Vista del Norte zunächst zur Küste hinab und dann am Meer entlang zum Playa de las Arenas. Dieser Weg vom Ende der Altstadt bis zum Playa de las Arenas ist pro Strecke ca. 2,4 Kilometer lang. Du kannst alternativ aber auch direkt zum Playa de las Arenas fahren, wo es zahlreiche kostenfreie Parkplätze gibt. Dort bist du dann direkt an der Küste, was aus unserer Sicht der schönste Abschnitt der Wanderung ist. Da der Weg aus unebenen Lavasteinen besteht, empfehlen wir dir Schuhe mit dicker Sohle. Wanderschuhe sind hier am angenehmsten. Je nach Wellengang sind die auftreffenden Wellen an der Küste ein richtiges Naturspektakel. An der Küste befinden sich verschiedene Lavaformationen und Felsen. An einigen Stellen kannst du auch die Flussrichtung der Lava noch gut erkennen. Bei Flut und rauer See treffen die Wellen mit enormer Wucht auf die Felsen auf und spritzen hoch in die Luft. Das Ganze ist so eindrucksvoll, dass man unterwegs ständig stehen bleiben muss, um sich das Spektakel anzuschauen. Bei ruhiger See kannst du am Strand dafür dann gut baden gehen. Am Playa de las Arenas gibt es zudem das Restaurante El Burgado. Die Lage dieses Restaurants ist wirklich super. Du hast hier einen tollen Meerblick und kannst die aufprallenden Wellen beobachten. Für Teneriffa ist das Restaurant jedoch etwas teurer, da die Lage hiermit bezahlt wird. Entlang des Weges befindet sich zudem auch der Golfplatz Buena Vista Golf. Du kannst den Platz gut einsehen und tagsüber auch oft Golfspieler beobachten. Bei klarer Sicht siehst du sogar den Teide in der Ferne. Sehenswert ist auch die Vegetation entlang des Wegs. Hier wachsen beispielsweise Palmen und Kakteen. Das helle Grün einiger Pflanzen steht in einem tollen Farbkontrast zur dunklen Lavaküste und dem türkisblauen Meer. Ein toller Ort für Hobbyfotografen. In den Sommermonaten ist der Playa de las Arenas auch ein toller Ort zum Anschauen des Sonnenuntergangs. In den Wintermonaten geht die Sonne schon eher hinter den Felsen des Tenogebirges unter. Dennoch ist die Abendstimmung im Winter auch hier sehr schön. Buena Vista del Norte liegt übrigens nah an der Punta de Teno, die ebenfalls ein lohnenswertes Ausflugsziel ist. Ein weiteres Highlight, das sogar ein noch größerer Geheimtipp auf Teneriffa ist, findet sich am Faro de Buena Vista del Norte. Dieser moderne Leuchtturm befindet sich am anderen Ende des Orts. Eine asphaltierte Straße führt dich durch die Bananenplantagen hierher. Der Leuchtturm selbst kann leider nicht besichtigt werden, aber auch von außen lohnt sich hier der Blick. Besonders eindrucksvoll sind hier zudem die großen Wellen. Sie schlagen mit teils großer Wucht vor der Küste ein und treffen dort auf die Lavafelsen. Die Wellen schießen beim Aufprall hoch empor und zeigen einmal mehr, wie gewaltig unsere Natur sein kann. Am Leuchtturm gibt es einen kleinen Parkplatz, der kostenfrei ist. Unser zweiter Geheimtipp ist der Jardín de la Paz in La Matanza. Dieser Geheimtipp auf Teneriffa ist etwas für alle, die Ruhe, Erholung und Luxus suchen. Der Jardín de la Paz, der übersetzt Garten des Friedens bedeutet, hat eine wirklich traumhafte Lage oberhalb des Meers. Es gibt insgesamt 12 Wohneinheiten, die allesamt super luxuriös und wunderschön sind. Hier seht ihr jetzt noch einmal den wunderschönen Blick von unserer Wohnzimmercouch hier.
in der Casa Victoria, direkt auf den Pool, auf die Küste und bei guter Sicht sogar bis nach Puerto de la Cruz und teilweise sogar noch auf den Teide-Vulkan. Die Villen liegen in einem toll angelegten Hanggarten, der dank des milden Klimas auf Teneriffa immer grün und blütenreich ist. Darüber hinaus erwarten dich zwei Außenpools, ein beheizter und ein unbeheizter, sowie eine Sauna mit Meerblick. Die Sauna steht allen Gästen kostenfrei zur Verfügung, kann jedoch exklusiv gebucht werden. Das heißt, dass du garantiert immer alleine in der Sauna bist und diese nicht mit den anderen Gästen teilen musst. Ein echter Luxustraum. Ich befinde mich jetzt gerade hier am Pool, an einem der beiden Pools des Jardín de la Paz. Und wie ihr sehen könnt, ihr habt auch vom Pool aus traumhaften Meerblick. Aufgrund der Ruhe und privaten Atmosphäre zieht es vor allem Paare hierher. Für die Flitterwochen oder einfach einen romantischen Urlaub zu zweit gibt es auf Teneriffa vermutlich keinen besseren Ort. Besonders toll ist hier das Casa San Marco, das sogar einen privaten Whirlpool-Pavillon mit Meerblick im Garten bietet. Aber auch für Familien mit Kindern oder Babys ist der Jardín de la Paz gut geeignet. Es gibt nämlich auch Villen mit zwei Schlafzimmern und alle Ausstattung fürs Baby. Angefangen vom Babybett über eine Wickelunterlage bis hin zur Babybadewanne wird euch alles kostenfrei zur Verfügung gestellt. Frühstücken könnt ihr entweder im Restaurant, das natürlich ebenfalls Meerblick bietet, oder auch ganz privat in eurer Villa bzw. Suite. Der Jardín de la Paz ist übrigens im Besitz einer deutschen Familie, der Familie Kreuzberger. Daher wird vor Ort auch Deutsch gesprochen und du wirst absolut keine Verständigungsprobleme haben. Dein Urlaubsbudget sollte hier jedoch etwas höher sein, denn die Übernachtungspreise im Jardín de la Paz starten bei 240 Euro pro Wohneinheit. Unser Geheimtipp Nummer 3 ist die Costa Sausal. Sie liegt an der Nordküste von Teneriffa, nahe des Jardín de la Paz. Um hierher zu kommen, fährst du eine schmale, einspurige und kurvige Straße hinab zum Meer. Da die Straße von beiden Fahrtrichtungen befahren wird, kann es während der Fahrt schon einmal eng werden. Bei Gegenverkehr kann es daher auch passieren, dass du den Berg rückwärts in einer Kurve wieder hinauffahren musst, um zur nächsten Haltebucht auszuweichen. Für Fahranfänger ist der Weg daher nicht zu empfehlen. Am Ende der Straße gibt es dann einen Parkplatz, den du kostenfrei nutzen kannst. Vom Parkplatz aus führen zwei Wege an der Küste entlang. Zur rechten Seite kannst du etwas länger laufen. Dieser Pfad führt dich an der Küste entlang und endet in einem kleinen Rundweg an den Klippen. Hin und zurück läufst du hier ca. 2,4 Kilometer. Dabei gibt es auch ein paar Steigungen und Treppen. Der Weg zur linken Seite geht zunächst steil bergab und führt dich zu einer kleinen Kapelle. Leider ist sie verschlossen, sodass du sie nur von außen anschauen kannst. Folgst du dem Weg dann noch ein kleines Stück, kannst du vom Aussichtspunkt aus eine beeindruckende Felshöhle sehen. Je nach Wellengang prallen die Wellen dort wirklich mit großer Wucht hinein. Ein atemberaubendes Naturspektakel. Aber auch bei geringem Wellengang lohnt sich dieser Ort. Denn dann ist das Meerwasser traumhafte Kiesblau und lädt richtig zum Schwimmen ein. Hierzu gibt es entlang der Küste immer wieder kleine Naturpools, die sich in den Lavabecken gebildet haben. Zudem führen Leitern an verschiedenen Stellen ins Meer. Outdoor-Duschen sind vor Ort übrigens auch vorhanden. Zu beiden Wegseiten befinden sich darüber hinaus kleine Höhlen. Hierbei handelt es sich um von Menschenhand geschaffene Auskerbungen. Sie stammen aus der Zeit, als ca. 400 Häuser und Hütten die Costa Sausal bewohnbar machten. Da die Häuser dort illegal errichtet wurden, ist ein Großteil von ihnen abgerissen worden. Einige Ruinen findest du aber bis heute an der Küste. Daher ist die Costa Sausal auch eine Art Lost Place, der je nach Wetterlage richtig mystisch wirken kann. Was du sonst noch in der Region erleben kannst, verraten wir dir in unserem Beitrag zum Ort El Sausal. Den Link dazu blenden wir dir nun ein. Auf unserem Platz Nummer 4 schafft es der Ort Los Silos. Hierbei handelt es sich um einen kleinen Ort an der Nordwestküste Teneriffas. Er liegt zwischen Garachico und Buena Vista del Norte. In Los Silos erwarten dich vor allem zwei Highlights. Das ca. 17 Meter lange Skelett eines Seiwals und der Naturpool Charco Los Chochos sowie einige weitere kleine Lavabecken am Atlantik. Das Walskelett ist wirklich beeindruckend groß. Es steht in Los Silos nahe des Naturpools und kann einfach kostenfrei besichtigt werden. Der Seiwal wurde 2005 vor der Küste Teneriffas gefunden. Das Skelett stammt von einem Weibchen, das zu Lebzeiten ca. 27 Tonnen schwer gewesen ist. Dort, wo sich das Walskelett befindet, kannst du übrigens auch kostenfrei parken. Der Naturpool Charco Los Chochos ist ebenfalls gebührenfrei. Er ist nur wenige Meter vom Walskelett entfernt. Bei ruhiger See kannst du hier sehr gut schwimmen gehen. Bei hohem Wellengang ist das Baden hier jedoch gefährlich.
Daher solltest du die Wellen vorab eine Weile lang beobachten, bevor du in den Naturpool hineinsteigst. Wenn du dem Schotterweg weiterfolgst, erreichst du zudem noch weitere Lavabecken, wie beispielsweise die Charco Gabino, die ebenfalls zum Schwimmen geeignet sind. Bei Flut und stärkerem Wellengang lohnt sich zudem der Besuch von El Bufadero, was übersetzt der Fauchende bedeutet. Hierbei handelt es sich um einen Felsspalt, der laut zischend zwei Wasserfontänen ausspuckt. Das Zischen und die Wasserfontänen sind je nach Wellengang wirklich eindrucksvoll und sehenswert. Ich bin jetzt gerade in Los Silos, hier bei dem sogenannten Fauchenden. Und zwar handelt es sich hier um eine Felsspalte. Wenn die Wellen hier mit relativ großer Wucht einschlagen, vor allen Dingen bei Flut, dann gibt es tatsächlich ein ziemlich fauchendes, ziemlich lautes Geräusch, wie ihr im Hintergrund ein bisschen hören könnt. Und das kann je nachdem richtig, richtig krass sein, wie wir euch gleich in den Aufnahmen bald zeigen werden. Die Wasserfontänen auch wirklich zu sehen, solltest du am besten vorab prüfen, um welche Uhrzeit Flut in Los Silos herrscht. Dies kannst du tagesaktuell im Internet sehen, wenn du in deiner Suchmaschine nach dem Begriff Gezeiten Los Silos suchst. Sofern du etwas mehr Zeit mitbringst, kannst du den Weg zu Fuß entlang gehen oder hier auch mit dem Mietwagen entlang fahren. Dies empfehlen wir jedoch nur, wenn du auch eine Reifenversicherung für den Mietwagen abgeschlossen hast. Denn Schotterwege bringen immer ein höheres Beschädigungsrisiko für die Autoreifen mit sich. Am Ende des Weges erreichst du dann den Faro Buena Vista del Norte, den wir dir zu Beginn des Videos bereits gezeigt haben. Hinweise zur Anreise und weitere Informationen findest du in unserem Detailbeitrag zu Los Silos. Wir blenden dir den Link hierzu nun ein. Eine Region, die aus unserer Sicht noch ein waschechter Geheimtipp auf Teneriffa ist, ist El Tanque. Dieser schöne Fleck Erde befindet sich in der Nähe des Chinero, den wir ebenfalls sehr empfehlen können. Wenn du von Santiago del Teide über die TF82 hinauffährst, kannst du unterwegs an den schönen Aussichtspunkten halten. Hier erhältst du bereits eine wundervolle Aussicht ins Grüne und auch auf den El Teide. Um die Schönheit von El Tanque richtig genießen zu können, solltest du dir nach Möglichkeit einen Tag mit gutem Wetter aussuchen. Denn die Berge Teneriffas können je nach Wetterlage auch wolkenverhangen sein. Und dann siehst du unter Umständen überhaupt nichts mehr. Wir haben das schon mehrfach so erlebt und sprechen daher aus Erfahrung. Die sonst so schöne Aussicht ist dann tatsächlich einfach nicht mehr vorhanden. Eine schöne Rundwanderung, bei der du El Tanque von der schönsten Seite kennenlernst, startet gegenüber des Eco-Museums. Wenn du im Kreisverkehr am Eco-Museum die erste Abfahrt nimmst, von Santiago del Teide kommend, kannst du gleich hinter der Abfahrt am Straßenrand parken. Hier hält übrigens auch die Buslinie 360, falls du mit dem Bus anreisen möchtest. Zur rechten Seite geht ein Weg hinauf, dem du zu Fuß folgst. Hier beginnt der ca. 3,5 Kilometer lange Rundweg, für den du etwa 2 Stunden Zeit einplanen kannst, sofern du unterwegs auch etwas verweilen und die Aussicht genießen möchtest. Wenn du nicht so lange laufen möchtest, kannst du dem Weg auch nur ca. 10 bis 15 Minuten lang folgen. Dann erwartet dich bereits eine schöne Aussicht ins Tal. Sofern du nicht weitergehen möchtest, kehrst du dann einfach wieder um. Übrigens, falls du einen Aktivurlaub auf Teneriffa planst, schaue dir gerne auch unsere Top 8 Wanderungen auf der Insel an. Den Link hierzu findest du nun eingeblendet. Ein weiterer Geheimtipp auf Teneriffa ist der Strand Playa Salvaje Diego Hernández. Er ist auch als Teneriffas Hippie-Strand bekannt, da hier einige Aussteiger in selbstgebauten Zeltunterkünften und Höhlen leben. Diesen Strand kannst du nur zu Fuß erreichen. Starte hierfür am besten im Ort La Caleta. Ein möglicher Zugang zum Feldweg beginnt zum Beispiel am Playa El Bajadero. Die Natur ist hier, wie im gesamten Süden der Insel, relativ karg. Da es kaum Bäume gibt, kann der Weg sehr sonnig sein. Ausreichend Trinkwasser und Sonnenschutz sind daher wichtig. Von La Caleta bis zum Playa Salvaje Diego Hernández läufst du ca. 30 Minuten. Du kannst vor Ort dann verweilen oder auch im Meer schwimmen gehen. Da der Strand hier jedoch steinig ist, solltest du vorsichtig sein. Zum Schutz deiner Füße sind Wasserschuhe hier hilfreich. Wenn du Lust hast, kannst du den Weg dann noch weiter bis zum Ort El Puertito folgen. Unterwegs kommst du an weiteren Strandbuchten vorbei. In El Puertito gibt es dann auch die sogenannte Schildkrötenbucht Cala de las Tortugas. Mit etwas Glück kannst du hier unter Wasser tatsächlich auf Meeresschildkröten treffen. Anschließend kannst du den Weg dann wieder zurück nach La Caleta de Adeje laufen. Insgesamt ist diese Streckenwanderung etwa 5 Kilometer lang. Ebenfalls im Süden von Teneriffa befindet sich der Playa Amarilla.
Die Umgebung dieses ausgefallenen Strands ist vielleicht nicht die schönste der Insel. Dafür sind die Gesteinsformationen am Fels Montagna Amarilla aber umso sehenswerter. Wir mögen zwar auch lange Sandstrände mit Palmen, aber hin und wieder darf es doch auch mal ein ausgefallener Strand sein, oder? Da der Playa Amarilla ein kleiner Steinstrand ist, ist das Wasser hier meist besonders klar, denn es gibt kaum aufgewirbelten Sand im Meer. Je nach Wellengang kannst du vor Ort daher gut baden. Auch Schnorcheln oder Tauchen sind gut möglich, sofern das Meer nicht allzu rau ist. Weitere Informationen zu möglichen Aktivitäten vor Ort und Anreiseinfos findest du in unserem ausführlichen Blogbeitrag zur Costa del Silencio. Auf unserem Platz Nummer 8 schafft es ein Baum. Ja, richtig gehört. Und zwar die Pino Gordo. Die Pino Gordo ist die größte Pinie auf Teneriffa. Was vielleicht erstmal unspektakulär klingt, ist in Wirklichkeit aber tatsächlich sehenswert. Denn die Pino Gordo ist über 45 Meter hoch und bis zu 3,16 Meter breit. Wenn du vor dieser riesigen Pinie stehst, ist die Größe wirklich atemberaubend. Vor allem der breite Stamm hat uns ziemlich imponiert. Wenn du bereits die Mammutbäume in den USA gesehen hast, wird dieses Ausflugsziel vielleicht weniger spektakulär auf dich wirken. Denn dann kennst du solch riesige Stämme ja schon. Falls nicht, ist dieser Geheimtipp aber umso lohnenswerter. Die Pino Gordo befindet sich oberhalb von Vilaflor. Falls du im Frühling nach Teneriffa reist, solltest du dir die dann blühenden Tallinas nicht entgehen lassen. In Vilaflor gibt es hiervon nämlich einige. Nur wenige Schritte von der Pino Gordo entfernt gibt es zudem noch eine zweite große Pinie, die Pino de las Dos Pernadas. Sie ist mit 56,03 Metern sogar noch höher als die Pino Gordo. Dafür kommt sie in der Breite, aber in Anführungszeichen nur, auf 2,78 Meter. Vor der Pino Gordo gibt es übrigens auch einen Parkplatz, den du kostenfrei nutzen kannst. Unsere Nummer 9 ist der schöne Ort La Orotava. Bei deutschen Auswanderern ist La Orotava ein ebenso beliebter Ort wie Puerto de la Cruz. Und auch der Tourismus ist hier schon ein wenig angekommen. Dennoch sehen wir La Orotava nach wie vor eher als Geheimtipp auf Teneriffa. Der Ort liegt oberhalb von Puerto de la Cruz und wird durchfahren, wenn du von Norden aus in den Teide Nationalpark hinauffährst. Die bekannteste Sehenswürdigkeit in La Orotava ist das sogenannte Haus der Balkone, Casa de los Balcones. Es handelt sich hierbei um ein Haus aus dem Jahr 1632, das im kanarischen Stil errichtet wurde. Das Haus ist heute eine Art Museum, das du gegen eine kleine Eintrittsgebühr von 5 Euro besichtigen kannst. Falls du wenig Zeit hast oder kein Geld ausgeben möchtest, lohnt es sich aber auch, das typisch kanarische Haus von außen anzuschauen. Ein zweiter Ort, den wir in La Orotava empfehlen können, ist der Botanische Garten. Er ist im Vergleich zu den botanischen Gärten in Puerto de la Cruz oder Santa Cruz zwar recht klein, aber dafür auch kostenfrei begehbar. Der Garten beherbergt einen Drachenbaum, verschiedene Pflanzen und Blumen. Die kleinen Wege, die durch den Garten hindurchführen, sind richtig idyllisch. Weitere botanische Gärten stellen wir dir übrigens in unserem Blogbeitrag zu den Top 5 botanischen Gärten auf Teneriffa vor. In unserem nun eingeblendeten Blogbeitrag stellen wir dir zudem die Top 8 Highlights in La Orotava vor. Den 10. Platz unserer Teneriffa-Geheimtipps belegt der Meerwasserpool Piscina Natural de Jova. Er befindet sich in der Nähe von Bajamar im Nordosten von Teneriffa. Ebenso wie in den Schwimmbecken des Nachbarorts erlebst du auch im Piscina Natural de Jova oft eindrucksvolle Wellen. Vom Badebecken aus blickst du direkt aufs Meer und kannst den ankommenden Wellen beim Einbrechen zuschauen. An Tagen mit starkem Wellengang kann es auch vorkommen, dass der Pool von den Wellen überspült wird. Dann hängt dort die rote Flagge und es besteht offiziell Badeverbot. Bei ruhiger See eignet sich der Infinity Pool aber ideal zum Schwimmen. An der Seite gibt es auch Liegeflächen aus Stein und Beton. Zudem kannst du vor Ort ein wenig über die Steine und Lavabrocken laufen und die Umgebung entdecken. Das war sie nun also, unsere Top 10 der Geheimtipps und Lieblingsorte auf Teneriffa. Wenn dich noch mehr zu Teneriffa interessiert, trage dich gerne auch in unseren kostenfreien Teneriffa-Newsletter ein. Oder schaue dir unseren E-Book-Reiseführer zu Teneriffa an. Hier stellen wir dir 99 Highlights auf der Insel vor. Als Abonnent unseres kostenlosen Teneriffa-Newsletters erhältst du übrigens eine Leseprobe unseres E-Book-Reiseführers mit 9 Highlights. Zum Schluss dieses Videos möchten wir dir ganz herzlich fürs Zusehen und für deine Zeit danken. Wir hoffen, dieses Video hat dir gefallen. Falls ja, hinterlasse nun gerne einen Daumen hoch und hilf uns so dabei, dieses Video noch bekannter zu machen. Wir freuen uns auch sehr über ein Abo unseres Kanals.
Bitte aktiviere hier auch die Glocke, um zukünftig über neue Videos informiert zu werden. Wo hat es dir bisher am besten auf Teneriffa gefallen? Und hast du vielleicht noch weitere Geheimtipps, die du hier gerne teilen möchtest? Dann hinterlasse nun sehr gerne einen Kommentar unter dem Video. Wir freuen uns darauf, über deine Tipps und Lieblingsorte auf Teneriffa zu lesen. Alles Liebe, vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.